Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute geht es um Heilung. Heilung von Körper, Geist und Seele. Und da haben wir eine Expertin zum Thema, die schon viel wunderbare Bücher geschrieben hat und die wirklich in diesem Themenbereich eine wunderbare Expertin ist, nämlich Jana Haas. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Thomas. Ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen. Wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten und das ist einfach eine Fülle an Wissen, was du immer wieder den Menschen schenkst und ich finde das wunderbar. Und du erinnerst auch immer wieder an das Wesentliche, worum es wirklich geht, um die Liebe, um den Herzensweg. Wenn wir unseren Herzensweg gehen, werden wir gesünder oder bleiben wir vielleicht sogar gesund. Das habe ich so mitgekriegt aus einer deiner Kernaussagen. Du selbst bist ja bekannt, du hast dich mit Engeln beschäftigt, mit Beziehungsthemen, mit dem Seelenplan, mit dem spirituellen Bewusstsein. Und dein aktuelles Buch, das ich euch auch mal zeigen möchte, heißt Heilen mit der göttlichen Kraft. Und der Untertitel: Aktiviere deine inneren Heilkräfte mit Cosmogetic Healing. Vielleicht mal als erste Frage, was bedeutet das, Cosmogetic Healing? Cosmogetic Healing bedeutet, dass wir mit kosmischer, universeller, göttlichen Kraft heilen. Also Cosmic Energetik ist ein Kunstwort von mir, weil aus dieser göttlichen Quelle heraus bin ich gesundet. Dank dieser göttlichen Quelle bin ich am Leben. Dank dieser göttlichen Quelle gehe ich meinen spirituellen Weg, meine Berufung und weiß jeden Tag, Heilung, Heilsein, Gesundheit ist etwas ganz, ganz Natürliches, doch natürlich nicht selbstverständlich. Und in diesem Buch geht es genau darum, wie wir ganz praktisch die Heilquelle in uns, denn wir sind alle mit demselben Himmel, mit demselben Bewusstsein der Liebe verbunden, aktivieren können, unser inneres Potenzial auch in den Selbstheilungskräften aktivieren. Und vor allem, worum es mir geht, regelmäßig, täglich auch diese innere Zuwendung zu uns entwickeln, dass aus unserer tiefen, großzügigen, bedingungslosen Liebe im Herzen eine wahre Heilung stattfinden kann. Vor allem wahre Heilung im Sinne von, dass wir auch keine Angst vor Herausforderungen des Lebens haben, weil wir wissen, wir sind gerüstet. Wir sind in der Lage, in unserer Einzigartigkeit allem dem Leben zu begegnen, denn es ist ja klar, dass wir nicht immer bestimmen können, was auf uns zukommt. Das Leben ist voller Überraschungen. Wir leben oft unbewusst und ziehen Überraschungen an, doch wir können stets in unserer Bewusstheit bestimmen, in unserem freien Willen, wie wir mit den Dingen umgehen, wie wir wieder, sofern nötig, heilsamen Weg ergreifen, überhaupt erkennen, finden, wie wir wirklich das Schicksal als Wegweiser anerkennen und nicht als etwas Strafendes, dem man nicht entkommt. Mögen wir also mit einem hohen Bewusstsein der Liebe, des Aufgerichtetseins, der inneren Güte und Gnade heilen, indem wir dieses Glück, diese Kraft, diese Einzigartigkeit in uns selbst erkennen. Und so handelt das Buch natürlich auch über unsere Ich-Kraft, über die Gebetspraxis, Meditationspraxis, über das energetische Handauflegen an uns selbst, energetisches Handauflegen, was ja auch zu unserer Kultur, christlichen Kultur dazugehört, an unseren Familienmitgliedern oder an unseren Klienten. Es geht auch darum, dass wir so eine starke Intuition entwickeln, dass wir auch unsere Beschützer, die Engel, spüren und ihre Weisheit erkennen als Wegweisungen, als himmlische Botschaften, die uns überall begegnen können, sofern unsere liebevolle Achtsamkeit genau da ist, wo unser Leben doch ruft. Und damit ist dieses Buch absolut ein Buch als Hilfe zur Selbsthilfe, wo ich auch noch, dieses Buch ist auch Grundlage zu meinen intensiven Heilerausbildungen zum kosmogetischen Heiler, den ich seit 12 Jahren praktiziere. Das ist der Weg, der mich gesund gemacht hat und das ist der Weg, den ich eben in ihrer eigenen Selbstheilungskraft jedem Menschen aus ganzem Herzen wünsche. Denn Gesundheit ist das zentrale Thema unseres allen Lebens. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich sehe das Buch auch so ein bisschen als ein Wegbegleiter, ja, dass man immer wieder das zur Hand nehmen kann. Es sind viele sehr praktische Hilfen, über die wir gleich noch ein bisschen im Detail sprechen. Zunächst einmal nochmal herzlich willkommen. Hallo ihr, hallo sie, hallo du. Ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen. Unter dem Video gibt es ein Feld, da könnt ihr euren Namen eintragen oder einen anonymen Namen und uns Fragen stellen, die wir hier sofort durchbekommen. Wir haben im Vorfeld schon viele Fragen bekommen, aber trotzdem, wir widmen uns ganz euch und Ihren Fragen. Es können ganz praktische Fragen sein, aber auch Fragen für den Seelenweg. Was kann ich tun, um gesünder zu werden und gesund zu bleiben? Es darf allgemein sein, es darf aber auch konkret werden. Wir sind da für Sie und für euch. Ja, vielleicht mal, was die Menschen ja immer interessiert, wie man selber so auf seinen Weg kam. Du bist ja in Russland groß geworden, kommst aus Kasachstan. War für dich das Thema Heilung und Gesundheit schon immer ein Thema? Oder wie kam das zu dir? Oder wie kamst du zu dem Thema? Das Thema Gesundheit und Krankheit war schon seit meinem ersten Atemzug mein Thema. Denn ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen und hatte entsprechend auch schwache Lunge und schwaches Gedeihen. Die ganze Vorschulzeit kannte ich eigentlich nur Kliniken und Krankenhäuser. Ich kannte mehr Krankheiten als Gesundheit schon als Kind. Und mehrere Nahtoderfahrungen haben mir natürlich auch nochmal immer wieder vor Augen aufgeführt, wie nicht selbstverständlich das Leben ist und auch das Heilsein, obwohl es ganz, ganz etwas Natürliches ist. Und in Russland, da die Heilerkultur dort nie unterdrückt gewesen ist in dem Sinne, sondern einfach im privaten Rahmen stets praktiziert, hatte ich als Kind immer die Erfahrung gemacht, dass mir die Heilerinnen, die Dorfheilerinnen gut helfen konnten mit Gebeten, mit Kräutern, mit ausgewogene Ernährung, mit Aufenthalt in der Natur. Und somit habe ich das Heilwesen Russlands und diesen unerschütterlichen Glauben und bedingungslose Liebe an das Leben und die Menschlichkeit von klein auf kennengelernt. Ich habe als junger Mensch die Erfahrung machen müssen, da die Krankheiten mich stets begleitet haben, noch bis Anfang 20, eine Erkenntnis haben zu müssen, wenn dir kein Arzt, kein Heilpraktiker, kein Heiler mir absolut helfen kann, dann ist das der Aufruf des Schicksals, dass du deine eigene Kraft einsetzt, dass du dich erhebst, an dich glaubst und dein eigenes Heilpotenzial herausholst und dich selber heilst. Weil alle helfenden Hände können dabei helfen, ein heilsames Umfeld zu erschaffen. Und Heilimpulse, sei es durch Medizin, Naturheilkunde oder Gebetspraxis, zu ermöglichen. Doch Entscheidendes, was zum Heilerfolg von ausschlaggebender Bedeutung ist, ist dein eigenes Selbstvertrauen, deine eigene geistige Anbindung, deine eigene Form von Erkenntnis und auch notwendigen Veränderung. Und seitdem ich dann mit Anfang 20 mit Hilfe der Engel immer mehr an das energetische Arbeiten durchs Handauflegen, durch Engelbotschaften gekommen bin, weil mir die Engel das gezeigt haben, konnte ich meinen Weg zur Gesundheit finden. Und die Menschen haben mich immer mehr gezielt danach gefragt. Und so entstand auch immer mehr Manuskripte und irgendwann dieses Buch. Und irgendwann fragten mich die Menschen, können Sie das bei mir lernen? Und so entstand ein intensiver, dreiwöchiger Ausbildungskurs. Und auch da das Leben ja oftmals unüberschaubar ist, hatte auch ich mit Mitte 30 eine lebensgefährliche Erkrankung zu überstehen, wo andere Menschen daran sterben oder jahrelang in Krankenhäusern liegen und verzweifeln, keine Lebensqualität mehr finden. So hatte ich all das, was ich in diesem Buch lehre, für mich in dreifacher Stärke angewendet, indem ich mich morgens, mittags und abends energetisch behandelt habe, indem ich in eine noch intensivere psychologische, philosophische, spirituelle Praxis hineingegangen bin. Und so konnte ich auch die äußeren Hilfsmittel wie die Schulmedizin, wie die Naturheilkunde für mich so intuitiv auswählen,
und nutzen und ansetzen, so dass es meine Heilkräfte und meinen Weg unterstützt und nicht überdominiert in Einseitigkeit. Und da ich so ein lebensgefährliches Schicksal innerhalb von ein paar Monaten bewältigen konnte, hat mich das natürlich in meine Kraft, in meine Persönlichkeit nur noch mehr gestärkt. Und die Hauptbotschaft, die ich auch in diesem Webinar vermitteln möchte, ist: Mensch, glaube an dich. Denn zur Heilung gehört auch der innere Zustand. Wo absolut zweifelsfrei ist. Jeden Tag sollten wir für absolute Gesundheit danken. Mhm. Wir sollen von absoluter Gesundheit überzeugt sein. Und in Achtsamkeit schauen, was tut uns gut. Von außen, von der Schulmedizin, von der Naturheilkunde, vom spirituellen Heilertum und vor allem, was ist der eigene größte und wichtigste Beitrag zur Wandlung? Denn für mich bedeutet die Heilungsformel: Heilung ist gleich Erkenntnis plus Erlebnis. Das heißt, es ist notwendig für sich zu erkennen, was habe ich in meinem Leben, da wo ich jetzt stehe, zu lernen. Und Mut zu haben, tiefer zu schauen, seinen Horizont zu erweitern. Plus Erlebnis, dass ich auch bereit bin, Mut habe und Vertrauen habe, neue Erfahrungen, neue positive Erlebnisse in mein Leben reinzulassen. Wie hilfsbereite Menschen, auch die Hilfe in der Lage zu sein, anzunehmen. Hilfe zu geben ist natürlich oftmals leichter, als selbstbedürftig zu sein. Wie kann ich noch mehr positive Erfahrungen in meinen Beziehungen fördern? Durch liebevolles Miteinander, durch eine noch größere Eigenverantwortung und Selbstliebe. Und diese Bewusstseinspraxis ist eine tägliche psychologische und spirituelle Praxis, die jedoch unbedingt auch meiner Erfahrung nach mit Energiepraxis in Verbindung stehen sollte, dass wir uns jeden Tag in der Lage sind, ins kosmische Licht zu stellen, in Liebe von innen heraus aufzuleuchten, damit die Zellkommunikation wieder stattfinden kann, auch in den blockierten Organen, in blockierten Erinnerungen und Emotionen und Gedanken unseres Wesens, sodass wir jeden Tag uns noch mehr erkennen, noch mehr spüren und in der Lage sind, aus einer anderen Perspektive uns selbst zu betrachten und lieben zu können. Und darum, genau um diese spirituelle Praxis, denn ohne Tun kommt natürlich eher selten noch was zustande, dafür haben wir ja auch die Möglichkeiten in diesem Leben, kommt man nicht so schnell und nicht so intensiv und nicht so glückselig voran. Also Bewusstsein benötigt Bewegung. Bewegung bedeutet intensive Lebenserfahrungen. Schön. Ja. Ja, und was ich mitkriege, ist auch, dass es wohl wichtig ist, jeden Tag etwas für sich zu tun, selbst wenn wir gesund sind. Ne? Weil nur dann können wir sozusagen dieses Gesunde, dieses Gute in uns fördern, wenn ich es richtig verstanden habe. Absolut, weil energetisches Heilen versteht sich in erster Linie als vorbeugende Maßnahme. Das Buch handelt darüber, wie kann ich ein heilsames, harmonisches Lebensstil pflegen. Und dieses energetische Heilen versteht sich auch als begleitende Heilmaßnahme neben der schulmedizinischen und naturheilkundlichen Heiltätigkeit. Und deshalb ganz gleich, wo wir im Leben stehen, geht es darum, sich jeden Tag zu spüren, sich jeden Tag zu würdigen und zu lieben und nicht einfach nur seinen Körper auszunutzen, sondern tatsächlich zu duschen, zu ernähren, auch, sondern eben auch zu mit spüren, Liebe ernähren. Was brauche ich heute, wo stehe ich mir selbst im Weg, denn wir brauchen keine Stolpersteine in Form von schwerwiegenden Schicksalen im Leben, wenn wir achtsam durch wenn das Leben gehen. Sind, und wenn Stolpersteine da sind, so bedeutet das nicht, dass man jetzt ein Versager ist, sondern das bedeutet, dass man gerade jetzt noch achtsamer schauen muss, wie ein Bach,
der an den Hindernissen vorbeiströmt, anstatt sich von Baumstämmen und Steinen blockieren zu lassen. Wo habe ich meinen Weg zu korrigieren? Wo habe ich meine Gefühle noch mehr zu pflegen? Denn der, der seine Gefühle gestaltet, gestaltet auch sein Schicksal. Das ist ja auch Spirit, spirituelle Kraft. Wo habe ich meine Gedankengänge vielleicht noch mehr zu erweitern, nicht einseitig denken, sondern noch mehr die Vielfalt des Lebens zu erkennen? Denn das Leben ist kostbar. Was kann ich heute lernen, anstatt weitere 10 Jahre oder 10 Inkarnationen von mir herzuschieben? Das Leben ist viel zu spannend, als es zu verschlafen. Schön. Ja, vielleicht zu diesem Allgemeinen passt auch die erste Frage von Kerstin. Wir haben gerade gesagt, die Liebe, die Selbstliebe ist etwas sehr Wichtiges. Und Kerstin möchte wissen, wie erlange ich mehr Liebe zu mir selbst? Was kann ich da tun? Grundsätzlich beobachte ich tatsächlich, dass wenn wir selbstschädigendes Verhalten an den Tag legen, indem wir über unsere Kraft hinausarbeiten und dieses Gefühl verlieren, wann soll ich jetzt aber ein bisschen anhalten oder meine Grenzen auch respektieren, Arbeit besser sortieren. Oder wenn wir selbstschädigendes Verhalten an den Tag legen, wie zum Beispiel unsere Gesundheit ganz vorsätzlich schädigen, wie durch Giftstoffe oder Suchtverhalten. Oder indem wir dermaßen in Stress geraten, dass psychische Beschwerden entstehen. All diese Stressfaktoren, die unseren Zeitgeist hier auch widerspiegeln, widerspiegeln eigentlich den Mangel an Selbstliebe, den Mangel an Selbstempathie, an Mitgefühl und an Selbstwahrnehmungsvermögen. Das heißt, der Mensch gerade in der technischen Zeit heißt quasi jede Möglichkeit, um von sich selbst davonzulaufen, willkommen. Warum? Aus der Selbstsabotage heraus, er tut alles, um ja sich nicht selbst zu spüren. Warum? Und um sich selbst nicht lieben zu müssen. Okay. Weil sich selbst zu lieben bedeutet, sich so anzunehmen, wie man ist mit allem. Sich eben nicht nur von schönen Seiten zu erkennen, sondern auch wie einen Kind auch für andere Seiten Verständnis und Gnade walten lassen und Nachsicht. Und diese liebevollen Werte, die haben wir einfach, auch wenn eine Generation nach der anderen immer mehr in der Lage ist zu lieben, nicht so selbstverständlich kennengelernt, weil in jeder Kultur lernen wir ja, das Recht des Stärkeren setzt dich durch. Du darfst keine Gefühle zeigen, du musst stark sein. Der Stärkere setzt sich durch. Und dadurch verarmt die Seele, der Mensch lernt, dass er immer mehr leisten muss, um geliebt und anerkannt zu werden. Und je mehr die Mütter und Väter ihre Kinder lehren würden, dass die Kinder schön und liebevoll und liebenswert sind, so wie sie sind. Und je mehr die Eltern ihren Kindern mit Verständnis und gutem Taktgefühl, mit natürlicher, liebevollen Intuition begegnen, umso mehr lernen die Kinder natürlich von klein auf, dass sie wertvoll sind. Dass sie nicht jetzt sich übermäßig anpassen müssen, um Liebe und Anerkennung der Eltern zu bekommen. Dass sie auch mal sich fallen lassen können, einfach sich auch erholen neben der Schule und einfach auch mal spielen dürfen und nicht jetzt Superprofessoren im kleinen Alter werden. Und wir sind ja alle mit diesen Faktoren aufgewachsen, dass wir das Liebe an Leistungserbringung geknüpft ist. Und deshalb ist dieser Begriff Liebe für uns oftmals ein Fremdwort. Und dass die Menschen das gar nicht mehr empfinden. So, und Liebe verwechseln mit romantischer Liebe oder ekstatischer Liebe und nicht mit diesem Urkern der Liebe von Friedfertigkeit und Genügsamkeit und Vertrauenskraft des Vertrauens im Inneren. Das heißt, der Mensch muss heilen ist gleich Erkenntnis plus Erlebnis. Der Mensch muss für die Heilung erstmal erkennen, wovor laufe ich weg. Ja. Was verdränge ich, was will ich nicht sehen, genau. Was macht mir Sorgen, was würde ich schon längst ändern in meinem Leben, aber traue mich nicht. Und warum arbeite ich über meine Kraft? Warum, anstatt mit Kind zu spielen, sitze ich ständig am Handy? Vor welchem guten Gefühl laufe ich eigentlich weg? Warum bin ich es mir nicht wert?
Und mit dieser Selbsterkenntnis, mit dieser Eigenverantwortung, das ist der Schritt nach innen. Zu Selbstliebe kommt dann ein liebevolles Erlebnis, dass man sagt, nein, jetzt braucht, merke ich an der Verspannung des Körpers, brauche ich eine Pause und ich bin es mir wert, diese Pause mir zu nehmen. Man lässt sich auf ein liebevolles Erlebnis ein und man wird feststellen, keiner springt einem an die Gurgel dadurch. Das Haus brennt dadurch nicht ab oder die Firma geht nicht pleite. Man kann fünf Minuten oder länger mal innehalten und dadurch wird man noch kreativer. Und dann habe ich wieder Kraft und dann noch leistungsfähiger. Das heißt, spiritueller Weg, da er natürlicher Weg ist, ist er auch ein durch und durch bodenständiger, praktischer und einfacher. Doch in der Einfachheit liegt natürlich auch die Herausforderung. Das ängstliche Ratio des Menschen sagt, warum einfach, wenn es kompliziert geht, und schon sucht er wieder dankbar nach Ablenkungen und oder nach schlechten Nachrichten, anstatt selber gute Nachrichten zu erschaffen. Also das Einfache braucht einfach auch ein bisschen Mut hinzusehen, egal was ist. Und lass uns da mal gleich noch mal etwas konkreter werden. Da passt nämlich ganz gut die Frage von Karia, wenn ich das richtig lese. Karin. Es gibt ja ganze Bücher, wo dann sozusagen gewisse Symptome für gewisse Krankheitsthemen stehen, für gewisse seelische Befindlichkeiten. Die können wir unmöglich jetzt alle durchgehen. Aber gibt es so zwei, drei allgemeine Hilfen oder Tipps, die du Menschen geben kannst, wenn sie bestimmte Symptome haben? Also Karin fragt konkret, wie kann ich die Symptome meines Körpers besser deuten? Was bedeuten zum Beispiel Schulterschmerzen, Migräne, Schweißausbrüche? Wie gesagt, die müssen wir jetzt nicht alle einzeln betrachten. Aber was kann ich tun, wenn ich merke, da tut was weh, wie gehe ich vor? Was würdest du raten? Ich möchte diese Frage nicht einfach kurz beantworten, das wäre der Frage nicht gerecht. Richtig, ja. Denn unser Körper, Seele, Geist-System ist einfach etwas Komplexes. Grundsätzlich ist es wichtig, natürlich, so wie in der Frage auch ist, in sich hineinzuspüren und die Zeichen, die Sprache des Körpers zu verstehen. Zum Beispiel, wenn die linke Seite, linke Rückenstrecke oder auf der linken Seite etwas schmerzt. Du kannst auch gerne Karin direkt ansprechen, hier ist deine Kamera. Das ist intuitive Seite, weibliche Seite, das heißt, man kann auch sagen, die Erkenntnis dahinter sollte stehen, wo misstraue ich meine Intuition? Wo kann ich mich nicht hingeben? Oder die rechte Seite, männliche Seite, da geht es um Tatenkraft. Wo traue ich mich nicht, einen Schritt zu machen? Wenn man schon komplexer hineingeht und sagt, das heißt, als erstes, der Ausdruck des Körpers kann sehr zu über 90% mit einer emotionalen Anspannung auf jeden Fall in Verbindung stehen. Und versteht man, erkennt man die Anspannung, geht man in ein positives Erlebnisverhalten hinein, aktiviert man schon mal seine Selbstheilungskräfte dauerhaft. Wenn man aber schon die Frage noch komplexer stellt, wie zum Beispiel Migräne, dann muss man natürlich ein bisschen auch noch weitläufiger schauen, denn nicht alles ist nur Psyche. Zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, was ich auch in meinem Buch beschreibe, zu schauen, gibt es für die Erkrankung möglicherweise äußere Krankheitsursachen? Denn es gibt nicht nur innere Krankheitsursachen. Zum Beispiel hat man belasteten Schlafplatz in Form von Elektrosmogbelastung oder schläft man auf einer Wasserader im Nackenbereich, was Migräne begünstigen könnte. Gibt es vielleicht zum Beispiel auch mögliche Krankheitsursachen von außen, die nicht rein psychisch sind, wie Allergien, Lebensmittelallergien, die man auf jeden Fall mit einem Fachmann anschauen muss, die durch und durch Migräne begünstigen können. Gibt es zum Beispiel auch Krankheitsmöglichkeiten, die von außen kommen können, wie Schwermetallvergiftungen, wie durch Amalgambelastungen, die man auch mit einem Fachmann anschauen muss, weil ich sage ganz konkret, die Krankheitsursachen, die von außen kommen, müssen auch von außen gelöst werden. Denn dann ist der Körper, die Seele und der Geist freier in ihrem Energiesystem, in ihren Selbstheilungskräften. Dann kann die innere Heilquelle umso mehr ungebremst auch vorangehen. Und deshalb nie einseitig denken, sondern immer schön aufmerksam, sich stets informieren und weiterschauen. Wenn man sagt, okay, jetzt sind wir bei energetischen Arbeit,
viele Migräne-Schmerzen kommen vom Nacken hoch. Und dann kann man auch sagen, okay, Nackenbereich, wenn angezogene Schultern, das ist entsprechend eine Angsthaltung. Entspannte Schultern entsprechen einer Haltung des Vertrauens. Verspannte Schultern blockieren Nackenmuskulatur und Nerven, die Wirbelsäule, und überlasten auch das Haupt. Das heißt, man kann sich dann fragen in der Erkenntnis, wovor habe ich Angst? Was würde ich jetzt tun, wenn ich keine Angst hätte? Und dann in dieser inneren Selbstreflexion ist man schon wieder einen Schritt mehr zu seiner Selbstliebe und entsprechend positiv auch handeln. Also bitte, bitte niemals nach einseitigen, einfachen Antworten lechzen, denn jeder Mensch ist individuell. Und bevor eine Problematik, eine Krankheit ausbricht, kommt oftmals mehrere Summe an Dingen zusammen, bis das System nicht mehr das tragen kann, bis sozusagen das berühmte Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Und deshalb ein guter Therapeut, ein guter Heiler wird einen Menschen steht ganzheitlich betrachten, und einen Klienten zu behandeln, ist ein bisschen wie Zwiebelprinzip. Zuerst schaut man, welche offensichtliche Ursachen können da sein, was ist offensichtlich jetzt zu tun, erstmal äußere Schicht, äußere, die wichtigste Blockade auflösen und schauen, wie das System sich regeneriert, und dann schauen, was zeigt sich noch. Dann geht es an die nächste Schicht und an die nächste Schicht möglicherweise. Und deshalb für die Heilung und Selbstliebe, da das einem inneren Prozess gleicht, der sich auch im äußeren Weg widerspiegelt, ist es wichtig, kontinuierliche tägliche Praxis der Selbstliebe, der Lichtbehandlung und kontinuierlicher Weg über Monate und Jahre, auch mit gescheiten Fachleuten, und zwar Fachleuten, die einen Menschen individuell anschauen und auch individuell behandeln, im intensiv zuhören und ernst nehmen. Schön. Danke. Vielleicht da nochmal nachgefragt. Also eine tägliche Praxis ist wichtig, täglich etwas für sich zu tun. Da frage ich nochmal nach, was könnte ich für Dinge tun, wenn ich zum Beispiel jetzt 5 Minuten Zeit habe? Da gibt es da sowas wie eine Lichtdusche, eine Meditation. Was würdest du empfehlen, was man sehr gut in den Alltag integrieren kann? Welche Art von Übung? Ja. Ich integriere 3-mal am Tag mindestens 5 Minuten Atemübung. Mhm. Das heißt, von der flachen Brustatmung, Angstatmung, gerade sitzen erstmal, gehe ich in die tiefe Vertrauensatmung, also Bauchatmung. Bauchatmung, richtiges Atmen, ist die Grundbasis einer meditativen Praxis. Und Meditation gehört zu diesem Geistheilen dazu. Und zuerst lernen wir tief im Cosmogetic Healing voller Vertrauen und Bewusstheit zu atmen. In diesem tief fließenden Atem entspannt sich die Körpermuskulatur, da durch entspannte Körpermuskulatur fließt das himmlische Licht intensiver. Das Bewusstsein erhöht sich, sodass dann der zweite Schritt kommt, dass man die Gedanken verlangsamt und auf die Liebe sich fokussiert, an die Liebe denkt. Und damit plötzlich können sich viele Probleme, viele Anhaftungen auch relativieren. Und dann verbindet man durch seinen Atem, Kopf mit dem Herzen, in dem ganz gleich welche Gefühle in einem innewohnen, man seine liebevolle Lebensphilosophie über allem stellt, indem man die Liebe innerhalb dieser Atemübung auch wahrnimmt. Und wie in einem Mantra schwingt, die Liebe erfüllt meine Seele, die Liebe ist meine Wahrheit. Und bis alles sich schön wieder harmonisch durchlichtet, in Gedanken, in Gefühlen, im Atem, und dann befreit sich die eigene Intuition, eine höhere Inspiration kann kommen, wie eine Idee, da habe ich in einem Buch gelesen oder beim Arzt gehört, dies und jenes war hilfreich bei der Belastung, oder das habe ich doch schon in einem Seminar erfahren, gelernt,
diese Übung kann ich doch oder Gebet nochmal ansetzen. Und schon geht man in diesem individuellen Prozess auch seinen individuellen Heilungsweg entlang. Und das ist immer das Beste, dieses Individuelle. Also es steht und fällt alles mit dem eigenen Selbstfürsorge und Selbstvertrauen. Schön. Und täglich, das ist etwas, was ich mir merke. Wir leben täglich, wir atmen täglich. Und Seelenpflege sollte so selbstverständlich sein wie Zähneputzen jeden Tag. Ja. Schön. Ja, das Thema der Selbstliebe, der Selbstheilungskräfte beschäftigt viele Zuschauer, das ist ja klar. Es sind mehr so allgemeine Fragen, aber ich glaube, wir werden schon spezieller werden. Sozusagen hier Daniela, hallo Daniela, möchte wissen, was ist der erste Schritt, um Selbstheilungskräfte aktivieren zu können? Wie finde ich den Einstieg? Also ich finde, ein bisschen hast du ja das schon erläutert und vielleicht darauf auch anschließend, vielleicht kriegen wir das zusammen, manche Menschen haben einfach Schwierigkeiten damit. Also Eva zum Beispiel möchte wissen, wenn das Urvertrauen und die Selbstliebe abhanden gekommen ist, können Gott und die Engel trotzdem helfen, um zum Beispiel wieder gesund zu werden? Auf jeden Fall. Mhm. Es ist so, Selbstliebe und Selbstvertrauen können nie absterben, denn das sind göttliche Wesenskräfte in uns. Sonst ohne diese gäbe es uns gar nicht. Und ohne diese Eigenschaften, die bereits in dir vorhanden sind, kämst du gar nicht auf die Idee, so eine Frage zu stellen, also auf diese Eigenschaften, auf dieses Thema zu resonieren. Und deshalb alleine der Fakt, dass du in der Lage bist, diese Frage zu stellen und dich zu diesem Thema Selbstvertrauen, Selbstliebe angezogen fühlst, bedeutet in dieser Spiegelfunktion, in dieser Resonanz, dass diese Eigenschaften gerade in dir besonders stark raus wollen, dass sie sich so in dein Bewusstsein sich auch melden. Die Engel und die himmlische Hilfe ist immer da. Und je achtsamer wir sind, umso mehr werden wir dieses Wunder erfahren. Und Achtsamkeit kommt durch die Stille. Und wenn man durch seine Nervosität sagt, ich bin noch nicht in der Lage zu meditieren, still zu sitzen, dann ist die größte Heilquelle die Natur. In den Garten hinauszugehen, in den Park, in den Wald und sich durch die ätherischen Öle in der Luft beruhigen zu lassen, der Bäume, der Tannen. Durch das satte Grün in der Natur sich berühren zu lassen, durch das Bewegen, durch das Wandern, Spazieren gehen, das beruhigt auch den Geist, bringt immer mehr in das Jetzt hinein, bis der Atem sich so vertieft und intensiviert, dass man in Freude und innerer Bereitschaft, innerem Ruf aus dem Herzen heraus sich hinsetzen möchte, mit ruhigem Blick die Natur betrachten möchte und plötzlich hört man seinen eigenen Herzschlag im Brustraum, plötzlich kommt man in ein Lächeln hinein, in ein Schmunzeln, in ein Fühlen und das Herz, emotionale Herz öffnet sich nach innen in diese Selbstliebe, in die Selbstheilung und man erkennt das Wunder des Lebens durch sich und auch in sich, sowie auch um sich herum. Jeder Mensch ist vollkommen, auch für die Kultivierung seiner Selbstliebe, auch für die Kultivierung seines Selbstvertrauens. Wir haben alles, was wir benötigen. Schön. Und das ist nämlich auch ein wesentlicher Knackpunkt bei der Auseinandersetzung mit Gesundheit und Zufriedenheit, nämlich eine falsche Vorstellung. Die Menschen haben unglaublich viele Wünsche, die sie unglücklich machen, die ihnen ihren gewissen Mangel vor Augen führen, weil der Blick, so ist es anerzogen worden, stets so nach außen fließt. Wer hat was, wer ist wie und wer lebt wie. Und wir wurden viel zu selten in der Kindheit gefragt, was denken wir, was fühlen wir. Wir wurden viel zu häufig eher verglichen mit äußeren Maßstäben. Und das praktizieren wir weiter.
Und wenn wir innehalten und uns fragen, gut, Selbstliebe, wie ist es für mich individuell umsetzbar? Wie im Alltag, wie im Garten, im Wald, im Musizieren, im Beten. Hat viel damit zu tun, sich zu fragen, was tut mir gut, was brauche ich? Ja. Und wie Selbstliebe, wie ist es für mich nachvollziehbar? Und wie ist es für mich auch umsetzbar? Was tut mir wirklich gut? Was berührt mich wirklich mit Vertrauen? Wenn wir anfangen, anstatt zu sehen, wie toll andere sind, uns ins Fühlen zu gehen und uns fragen, was fühlt sich in mir wohl an? Und uns selber in den Mittelpunkt unseres Lebens hineinstellen und anfangen, für uns selbst der Felsen der Brandung zu sein, der Ruhepol, dann beginnen wir zu gedeihen, unser Umfeld beginnt anzugedeihen und wir beginnen kreativ zu denken, kreativ zu sein und lösungsorientiert zu denken und nicht problembehaftet, und wir kommen in ein erhöhtes Bewusstsein. Und diese Kreativität der emotionalen Intelligenz, wo auch die Selbstheilungskräfte, die Freiheit des Herzens liegen, entspricht unserem heutigen Zeitgeist. Nicht umsonst sind wir in diesen Zeit hineingeboren, und dieses erhöhtes Bewusstsein führt auch konsequent zu liebevollen Werten, dass man anstatt sich sabotiert, liebevoll mit sich umgeht, weil man einfach gelernt hat, nicht immer höher, weiter in Selbstoptimierung sein zu wollen und in der Selbstverurteilung, sondern seine eigenen Grenzen auch zu spüren, durch sein Wohlbefinden auch. Und durch das Akzeptieren der eigenen Grenzen, durch die Fürsorge, plötzlich weiten die sich. Plötzlich sieht man die Möglichkeiten und nicht die Beschränkungen. Und durch dieses liebevolle Verhalten, liebevolle Werte, was unsere Zeit heute auch im Geiste des Friedens im Kleinen, wie auch im Geiste des Friedens im Globalen einfordert, führt durch diesen klaren Blick zu innovativen Ideen und langfristigen Lösungen, dass man sein Leid überwindet, dass man die Krankheit überwindet, dass man sich selber annimmt und befreit, und so, dass man so gereift ist an einer Erfahrung, an einem Schicksal, an der Sprache, durch die Sprache, durch die Zeichen des Körpers, dass durch die Reife, innere Reife, diese Wiederholungen gar nicht mehr zu sein brauchen. Dass die Krankheiten nicht irgendwann wiederkommen müssen oder sich abwechseln mit anderen, sondern dass man in seiner Ich-Kraft wirklich angekommen ist. Dieser Weg zur Selbstliebe lohnt sich. Jeden Tag. Und wir haben alles, was wir dafür brauchen, in uns. Wir müssen es uns nur wert sein, jeden Tag etwas Diszipliniertes tun, was uns wieder in unsere Mitte bringt. Und da ist natürlich jeder Einzelne selbst gefragt. Ich sehe zu, für mich gehört es, da ich weiß, das Leben ist ein Geschenk. Gesundheit ist etwas Natürliches, doch nichts, nicht Selbstverständliches. Für mich gehört es dazu, dass ich in meinen Alltag meditative Praxis integriere. Dadurch bin ich dauerhafter durchlichtet und in meiner geistigen Anbindung, Inspiration, Kreativität verbundener. Für mich gehört es auch dazu, nicht nur die eine Heilquelle, nämlich der Geist, Meditation zu nutzen, sondern auch die zweite. Für mich gehört auch dazu, dass ich möglichst täglich bzw. regelmäßig auch sportliche Bewegung in meinen Alltag einbaue, denn der Körper muss genutzt werden und nicht Schlaf abgesetzt werden sozusagen, denn dann ist der Körper unglaublicher Motor für die Selbstheilungskräfte, weil Bewusstsein kommt durch Bewegung, auch durch körperliche Bewegung. Und wie viel und was kann nur jeder selbst wissen, was ihm passt. Die zweite Quelle ist natürlich gottgegebene Möglichkeit der Bewegung. Und natürlich gehört auch die dritte dazu, auch in meinem Leben durch und durch, eine vollwertige, ausgewogene Ernährung. Denn wenn man sich mit einseitiger Ernährung und nicht vollwertiger eher belastet,
dann mutet man natürlich seinem Körper viel zu viel zu. Und dann wundert man sich, dass man das mit einem Gebet nicht wegkriegt. Das sind Dinge, die von außen gekommen sind. Und Wasser trinken. Und von außen auch gelöst werden müssen. Das heißt, auch ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln, was in welcher Lebensphase, in welchem Alter braucht mein Körper. Und damit eine goldene Mitte in allem finden. Also Meditation, Bewegung, Ernährung, das gehört, wir denken jeden Tag, wir atmen jeden Tag, bewegen uns auf gewisse Weise jeden Tag, wir essen jeden Tag. Und wenn wir das noch mit noch mehr Liebe tun, mit noch mehr Bewusstheit dafür, was uns gut tut und in unseren Alltag hineinpasst, dann sind wir in dauerhaftem Gesundheitsfluss und sorgen gut für uns und unser Körper dankt uns. Mhm. Es ist so, ohne nichts kommt nichts. Ja, sehr schön. Vielen Dank auch für die konkrete Nennung der einzelnen Elemente. Also ich denke, es ist ja letztlich gar nicht schwer, all diese Dinge zu berücksichtigen. Und trotzdem ist es erstmal schon eine Aufgabe, wenn jetzt der eine oder andere merkt, oh, diesen Bereich habe ich bisher überhaupt noch nicht beachtet, sich darum zu kümmern. Also das kostet schon erstmal eine gewisse Intensität, sich damit zu beschäftigen, bis es in einen Ausgleich gekommen ist, finde ich. Also in meinem Fall, ich habe mich früher viel zu wenig bewegt, um es mal so zu sagen. Ich merke, wie herrlich es ist. Der Körper will es ja auch, aber ich laufe viel. Du joggst. Ja, genau. Okay, ich und auch. Ja, mit unserem Hund. Ja, da war es noch mehr Spaß in der Natur. Mhm. Aber ich musste da regelrecht mich erstmal immer wieder daran erinnern. Ja. Es war nicht normal. Es war keine Gewohnheit noch nicht. Und jetzt bin ich einfach dankbar. Ja. Sie merken schon, ihr merkt schon, die Zeit verfliegt im Nu. Wir haben in der Tat nur noch 20 Minuten. Mhm. Und ich finde es aber gut, dass wir so grundsätzlich uns die Themen angesehen haben. Wir werden vielleicht noch ein, zwei ganz konkrete Krankheitsthemen benennen. Aber trotzdem ist hier noch eine allgemeine Frage reingekommen, die ich auch sehr, sehr schön finde. Weil du hast ja vorher schon gesprochen, wir haben viel als Kinder von den Eltern aufgenommen und so. Und heute wollen die Eltern ja alles sozusagen richtig machen. Und deswegen fragt Christina, wie kann man seinem Kind, 3 Jahre schreibt sie, ihr Kind ist vermutlich 3 Jahre, helfen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Grundsätzlich von Mutter zu Mutter kann ich nur sagen, es gibt keine perfekten Eltern, doch alle Eltern können gut genug sein. Was das Thema Selbstheilungskräfte anbetrifft, bei Kindern ist es so wichtig, bewusst zu machen, dass die Eltern dafür Verantwortung tragen. Zuallererst ist es so wichtig, dass die Kinder möglichst störungsfreies Schlafplatz haben. Also nicht vor lauter Elektrosmog und Wasseradern nachts sich nicht regenerieren können, sondern belastet sind. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Dann ist es auch sehr, sehr wichtig, und dafür tragen natürlich auch die Eltern, die Verantwortung, dass die Kinder einen gesunden Nacht- und Tagesrhythmus haben. Sprich, dass man zu ähnlicher Zeit gemeinsam frühstückt und gemeinsam den Tag abschließt. Denn dieser gesunde Tagesablauf, diese Routine, Regelmäßigkeit, das gibt den Kindern Sicherheit. Sie lernen, sie können sich auf ihre Gemeinschaft verlassen. Die Menschen sind zuverlässig und dieser Rhythmus tut auch den Erwachsenen gut. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man für die Heilung auch, dass man die Aktivitäts- und Ruhephasen auch mit berücksichtigt. Das heißt, dass die Kinder auch genügend Raum zum Spielen haben. Und zu spielen bedeutet, dass sie genügend Raum neben Lernen auch zum Spielen in natürlicher Umgebung haben, wo natürliche Sinneserfahrungen möglich sind. Und das ist natürlich fernab von elektronischen Geräten, die die Kreativität eher verengen. Und wenn wir jetzt von außerhalb von äußeren Faktoren hin immer mehr zu inneren gehen, ist es so wichtig, dass die Kinder weder im Kindergarten noch in der Schule überfordert sich fühlen, sondern sie selber sein dürfen. Und das Wesentliche ist natürlich, dass man auf die Ängste der Kinder eingeht. Und somit werden sie lernen, indem sie feststellen, sie werden ernst genommen in ihrer Individualität, lernen sie, dass sie wertvoll sind, dass sie sich selber ernst nehmen dürfen und ihre Befindlichkeit.
dass man ihnen mit Verständnis begegnet. So werden auch sie Erwachsene später, die mit Verständnis anderen Menschen begegnen. Also dieses Sozialverhalten macht gesund, macht heil. Denn der Mensch lernt das Menschsein am Menschen. Und damit ist es wichtig, dass man eben über die Ängste der Kinder miteinander redet, dass man miteinander zuhört und nicht einfach Dinge voraussetzt. Zum Beispiel typisches Angstverhalten der Kinder ist Bettnässen oder Ohrenschmerzen, denn das sind so die Angstmeridiane oder Bettnässen, Blasenmeridian, Angstmeridian. Schlafstörungen können auch der Fall sein. Natürlich können auch dafür äußere Faktoren geben, wie Impfnebenwirkungen, die man dann auch fachlich anschauen muss. Und deshalb ist es so wichtig, jeden Tag sein Kind mit Liebe zu umarmen, anzunehmen, ihm Geborgenheit und Fürsorge zu vermitteln und stets, wenn etwas vorgefallen ist, schauen, was sind äußere mögliche Krankheitsfaktoren, was sind mögliche äußere Hilfsmittel, aber vor allem die größte Kraft ist natürlich die Fürsorge, die Liebe der Eltern. Wie kann ich mit meinem Dasein, mit meiner Umarmung, mit meinem Lächeln, meinem Kind Liebe, Frieden, Heilsein vermitteln und damit auch Stärke? Im Buch wirst du sicherlich ganz viele Impulse finden. Und ich als Mutter, meine Tochter wird jetzt 12, habe stets die Erfahrung gemacht, dass immer wenn ich den Ängsten meines Kindes wirklich ernstzunehmend aufmerksam begegnet bin, konnte ich auch einen großen Teil von mir darin erkennen oder meine Kindheit und konnte durch die Liebe und Fürsorge zu meinem Kind auch sehr, sehr vieles in mir selber auch heilen. Mhm. Und deshalb, immer wenn du etwas Gutes tust, kommt natürlich das Gute auch zu dir zurück. In Form von mehr Erkenntnis, mehr Liebesfähigkeit und so Dingen wahrscheinlich. Und somit das Wichtigste für heilsam ist natürlich heilsame Beziehungen, heilsame Begegnungen, heilsam in sich ruhen und Stärke vermitteln. Als Mutter, als Vater, als zuverlässige Person. Schön. Natürlich kann man zusätzlich, wenn man sich noch mehr in die feinstoffliche Materie hineinarbeiten möchte, aus dem Buch auch von der Segnungsarbeit profitieren. Ich segne mein Kind jeden Morgen, wenn es zur Schule geht, jeden Abend beim Einschlafen oder Gebetspraxis. Solange die Kinder das noch annehmen. Ja. Oder auch energetisches Handauflegen. Ich merke, wenn ich meine Tochter mittlerweile weiß ich genau, wann sollte ich vorbeugend aufgreifen und mit lichtvollen Heilsymbolen sie behandeln und mit Hand auflegen, sodass dann gar keine Erkältung zum Beispiel erst aufbricht oder keine Überreaktion von Angst vor einem Auftritt in der Schule und. Durch feinstoffliche Energiearbeit heilen auch die Wunden viel schneller. Die Kinder schlafen besser. Man hat ein viel besseres Empfinden auch für sein Kind, weil man auch ein besseres Empfinden für sich selbst entwickelt hat. Schön. Hilfe zur Selbsthilfe. Und da zeigst du auch in deinem Buch, wie ich das anwende und wie es funktioniert, diese Heilung. Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, noch ein Thema, das sicher viele Menschen haben, nämlich Übergewicht. Isabella, hallo Isabella. Sie stellt eigentlich zwei Fragen, die sie hier zusammenführt. Und du kannst ja dann mal schauen, ob das wirklich immer zusammenhängt oder vielleicht ist es nur eine Vermutung. Sie vermutet nämlich aus einem bestimmten Grund, dass sie übergewichtig ist. Sie sagt, ich bin sehr übergewichtig und habe auch schon sehr abgenommen und dann wieder zugenommen. Ich schaffe es nicht, mich so anzunehmen und mich so zu lieben, wie ich bin. Was kann ich tun, um mich mehr zu lieben? Das sind jetzt eigentlich zwei Themen, die wahrscheinlich doch sehr zusammenhängen. Ja. Aber das Thema Übergewicht ist ja für viele Menschen eine Sorge. Was kann man dazu Interessantes erzählen? Beim Thema Übergewicht beobachte ich oftmals bei Menschen, dass sie sagen, ich brauche dieses Gewicht, weil es mich erdet, mich physischer macht, weil sonst spüren sie sich weniger. Doch bedenken wir dabei, was steckt hinter dem Begriff Erdung?
nämlich emotionales Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und dann sagen oftmals übergewichtige Menschen, ich brauche dieses Gewicht, um mich abzugrenzen, dass die Dinge an äußere Dinge an mich nicht zu nahe treffen. Ich bin zu dünnhäutig dazu. Das bedeutet, was steckt hinter diesem Bedürfnis? Nämlich Abgrenzungsschwierigkeit. Und da sind wir schon wieder beim Thema Schutz. Und natürlich hängt somit auch die zweite Frage damit sehr zusammen, nämlich nach Liebe, Selbstliebe, Fürsorge. Und doch das Wesentliche, da kann man mit der Meditation sehr gut arbeiten, die wir gleich anschließend machen werden, zur Selbstliebe, zur Heilung. Dreimal am Tag solltest du dann dein Herz nach innen öffnen, dich ins Licht stellen, dich als wichtigste Person in deinem Empfinden, in deinem Leben erfahren, dir selbst die Liebe und Fürsorge geben, die du benötigst. Und die, das heißt, Meditation ist der erste Bereich. Der zweite Bereich ist natürlich die Ernährung. Für Übergewicht steht oftmals einseitige Ernährung als Ursache bzw. Lebensmittelallergien. Und ich habe stets die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen sich vollwertig, rein vollwertig ernähren und überwiegend pflanzlich, dass dann automatisch ein Wohlgewicht zustande kommt, ohne Kampf, sondern mit gutem Sattheitsgefühl. Doch auch dazu, zu diesen drei Mahlzeiten am Tag, gehört natürlich ein gutes Bauchgefühl, eine Achtsamkeit, was tut mir gut, was liefert mir wirklich Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und was verbraucht diese eher, wo schade ich mir eher mit nicht vollwertigen Lebensmitteln. Also da gehört natürlich auch dazu, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und dritter Bereich natürlich Bewegung. Und Bewegung in dem Maße, die für einen möglich ist, die einem gut tut. Da ist jeder Mensch anders gestrickt. Ich liebe das Joggen und Ashtanga-Yoga, weil ich mehr muskulöser Typ bin von Natur aus. Dir wird vielleicht eine sanfte Yoga-Methode helfen und ein flotteres Spaziergang durch den Wald oder Schwimmen. Oder wichtig ist, dass man wirklich, und das ist auch ein Beweis der Selbstliebe und auch das Kultivieren von Selbstliebe, es etwas Gutes, was einem gut tut, regelmäßig tun, zum Beispiel dreimal die Woche schwimmen. Letztendlich ganz gleich, worunter wir leiden, hinter dem, man kann auch sagen, der Mensch, jeder Mensch pflegt seine Lieblingsangst. Das heißt, hinter jeder Blockade oder Selbstrechtfertigung oder Erkrankung steckt eine besondere Tugend, die raus möchte. Mhm. Zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, Nachsicht, Selbstvertrauen, Vergebung, Mut, Selbstliebe, der aller Lebenssinn. Also sozusagen wie so ein Lernthema, so ein Entwicklungsziel, ja, an dem sich die Seele reibt und deswegen auch genau da in dem Bereich auch eine Angst hat. Genau, und das ist im Seelenplan, ja, vorgenommen, mhm, nämlich die Tugend. Da möchte die Seele hin in diese Befreiung, um vom Herzen leben zu können, um eben angstfreier leben zu können und die Angst produktiv nutzen und nicht blockierend. Und deshalb ist es so wichtig, dass in jeder meditativen Besinnung oder in jedem Gebet diese Selbstfürsorge im Vordergrund steht, bis die Meditation nicht mehr so eine Sache der Disziplin sein wird, sondern keine Pflichtübung, sondern ein Bedürfnis. Gerne macht, ein Bedürfnis. Ein richtiges, ja, Bedürfnis. Und dann macht man das mit Freude und Selbstverständlichkeit wie eine andere Hygiene, mhm, oder Pflege. Und deshalb verurteile dich nicht für dein Gewicht, sondern erinnere dich daran, dass es körperlicher Ausdruck, Schmerz oder Symptom ist letztendlich ein intensives Schreien der Seele und lausche in deiner Meditation
Wonach schreit deine Seele? Und irgendwann kommen heilsame Tränen, befreiende Tränen, ein Lächeln auf den Lippen, dass du weißt, alles ist halb so schlimm, denn in dir ist die größte Schöpferkraft. In dir ist dein göttliches, unerschütterliches Naturell, was alles überstehen und überdauern wird. Und aus diesem Leuchten heraus gehst du dann deinen Weg mit dieser heilsamen Meditation zur Selbstliebe, die den Weg nach innen widerspiegelt, was wir jetzt praktizieren werden, deinen Weg bereicherst. Schön, vielen Dank. So schnell vergeht die Zeit. Wir können uns gerne noch 2 Stunden weitermachen, aber die Zeit ist sozusagen ein bisschen vorgegeben. Aber Sie können ja, wie gesagt, wirklich dieses wunderbare Buch sich besorgen, Heilen mit der göttlichen Kraft, wo wirklich sehr viel, sehr praktische Hilfen und Anregungen dabei sind und wirklich es nochmal vertieft betrachtet wird, warum dieses Ganzheitliche so wichtig ist. Körper, Geist und Seele und Bewegung und Ernährung und Verbindungen nach oben. Also sehr, sehr schön. Irgendwie fühlt es sich an, als wäre das das Normalste von der Welt. Ja? Und da geht es wieder darum, das zu verstehen. Es ist das Normalste von der Welt, diese Form von Gesundheit wiederzuleben. Und ich möchte nochmals auch unterstreichen, dass alles, was ich in diesem Buch, in meinen allen Büchern schreibe, ist nicht irgendwo angelesenes Wissen, sondern durch meine mystischen Erfahrungen empfangenes Wissen, durch Kontakt mit den Engeln, mit himmlischen Impulsen und an meinem eigenen Leben das deiner eigenen Krankheit überprüft und das wende ich jeden Tag mitten in meinem aktiven Alltag bei meiner Familie an und ich merke, je regelmäßiger ich zum Beispiel die Hände bei meinem Mann, bei meinem Kind, in meiner Familie auflege, umso harmonischer ist auch unser Familienleben. Schön. Und je mehr man sich dann vernachlässigt, umso hektischer wird dann auch alles und dieses Ruhepol, diese Mitte dann wird sozusagen verdrängt. Und ich als Mutter, als Frau weiß dann, okay, gerade ich in meiner Weiblichkeit habe besonders großen Einfluss in der Familie für die Harmonie, für die Mitte. Und dann tue ich meinen Beitrag dazu durch Ersegnen der Familie, durch bei Bedarf Behandeln der Familie, durch das Handauflegen, bei Bedarf durch das Sprechen eines Gebetes oder Geben einer Engelbotschaft und deutlich intuitiv spüren, was tut meine Familie gut, weil ich 3-mal am Tag genau spüre, was tut mir gut. Und das ist durch und durch dieses Feingeistige mit dem Irdischen in Einheit verbindbar, weil es Liebe ist. Und Liebe will richtig im Praktischen gelebt werden und ausgelebt werden. Ich möchte euch herzlich zu unserer Liebesheilungsmeditation einladen. Und ich sage vorher schon mal, weil wir haben beschlossen, nach der Meditation werden wir nicht mehr groß reden, sondern ihr könnt danach spüren und es ein bisschen nachwirken lassen. Deswegen sage ich jetzt schon mal alles Gute und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt gerne noch mal einen Kommentar hinterlassen. Wir lesen das alles, freuen uns drüber und wir machen sicher mal wieder ein Webinar zusammen, könnte ich mir vorstellen. Es gibt so viel zu erzählen. Also alles Gute Ihnen, alles Gute euch und ich mache jetzt die Meditation mit und freue mich drauf. Und schön, dass du hier bist und hier warst, liebe Jana. Da, wo du bist, setze dich bitte möglichst bequem hin und gönne dir in deiner Selbstfürsorge Eigenverantwortung und Eigenliebe einige Minuten Zeit, um einfach zu atmen, das Leben in dir aufzunehmen, dich wahrzunehmen, für dich da zu sein. Dafür setze dich bitte bequem und möglichst aufgerichtet hin. Schließe deine Augen, um dich selber mehr zu spüren. Mit deinem Lächeln gehe einfach von unten nach oben an deinem Körper entlang, um dich zu spüren, indem du ein sanftes Lächeln Richtung deine Füße schickst und damit deine Erdungssicherheit stärkst. Du schickst dein Lächeln Richtung Knie und entschleunigst damit, bist mehr im Hier und Jetzt. Mit dem nächsten
Tiefen Einatmen, schicke dein Lächeln, deine liebevolle Aufmerksamkeit bitte Richtung dein Wurzelchakra hinein, sodass du noch mehr deinen Körper besellst, deinen Körper annimmst, mit deinem nächsten tiefen Atemzug schicke dein Lächeln Richtung deines Herzchakras hinein. Lasse die Sonne in dir aufleuchten. Du atmest tief ein und schickst dein liebevolles Lächeln Richtung deine Schultern hinein und spürst, deine Schultern entspannen sich, fließen nach unten. Deine Hände sind entspannt und locker. Mit dem nächsten tiefen Einatmen schicke dein Lächeln Richtung deines Nackens, Nackenmuskulatur, und mit dem Ausatmen lasse umso mehr los, lass die Dinge einfach sein. Lasse neue Kraft zu mit dem nächsten tiefen Einatmen und schicke deine liebevolle Aufmerksamkeit Richtung deines Scheitelchakras, sodass es dich wie eine Blume, die sich zur Sonne, zum Licht zieht, auch von innen heraus aufrichtet, zu himmlischer Höhe dein Bewusstsein strömt, während du dich noch intensiver und liebevoller wahrnimmst mit jedem tiefen Einatmen und nimmst wahr, wie die Bauchdecke beim Einatmen etwas nach außen sich wölbt. Und mit tiefem, langsamen Ausatmen die Bauchdecke sich sanft zurückzieht. Und wieder folgst du rhythmisch, harmonisch deinem tiefen Einatmen. Und vielleicht merkst du schon, dass dein Körper wärmer wird, durchlichteter, energiegeladener. Und alle Anspannungen, die dich verlassen möchten, die sich melden, lächle an und atme schön aus. Erhöhe dein Bewusstsein mit jedem tiefen Einatmen, indem du entspannt lächelst und nicht wegsagst, sondern schön in dir präsent bist. Mit jedem Atemzug erhöht sich dein liebevolles Bewusstsein für deine Sanftheit, für deine Stärke, für deine Einzigartigkeit. Und du merkst, in deinem liebevollen Präsenz verselbstständigt sich dein Atem, sodass du immer mehr merkst, ja, dein Atemrhythmus beeinflusst deinen Lebensrhythmus. Also, je bewusster und harmonischer du tief einatmest und ausatmest, um bewusster und harmonischer verläuft auch dein Leben. Du bist der Schöpfer deiner Welt. Folge deinem Atem, lächle deine Gedanken an, sage deinen Gedanken, Gedanken sind unwichtig. Mein Atem fließt und schon wird es heller und klarer in deinem Bewusstsein, sodass Raum für produktive, lösungsorientiertes Gedankengut entsteht, indem in dir immer klarer und freier wird, während dein Atem fließt. Durch deinen Atem
verbindet sich dein Verstand mit deinem Herzen, weil du von nun an deutlich spürst, wie dein Herz in deinem Brustraum schlägt und du einen Schritt noch mehr nach innen zu vollziehst und dich selbst spürst und die Erfahrung machst von intensiver Nähe. Und wenn in dir ein Bedürfnis gerade hochkommt, dich wie ein kleines Kind zu umarmen oder anzulächeln, dann tue das in deiner Vorstellung, in deinem Empfinden. Und du wirst spüren in deiner göttlichen Seele das Bewusstsein, ich bin Liebe. Ich bin Licht. Friede und Heilung sind in mir. Allein durch dieses Bewusstsein erweitert sich deine Aura, dein Energiefeld schwingt stärker, höher, vielleicht merkst du, es wird wärmer in dir. Dann atme noch gelassener, spüre intuitiv, was dir gut tut und vertiefe dich in diesen heilsamen Strom, diese liebevollen Sätze, die du spürst und dir auch vorstellst. Mit einem Lächeln fühle, ich bin Liebe. Und spüre wärmende, ruhige Liebe in dir, die dein Herz freier macht weitet. Ich bin Licht. Siehe, wie du von innen heraus leuchtest. Heilendes Licht durchströmt deine Zellen, durch dein Bewusstsein. Frieden und Heilung sind in mir. Und schicke Frieden und heilsames Lächeln in alles, was sich melden kann. Genieße den Moment. Und sprich es bitte drittes Mal für Körper, Seele und Geist, Heilung, erhöhte Schwingung. Mit dem nächsten tiefen Einatmen, ich bin Liebe. Ich bin Licht. Frieden und Heilung sind in mir. Ich liebe mich. Und spüre, wie dein Herz voller Freude, Liebe erstrahlt. Dein Energiefeld weitet sich. Du fühlst, du wirst immer größer, immer kraftvoller, während dein Körper wohlig, voller Vertrauen entspannt. Möge Freude
dir aufleuchten, sodass deine Mundwinkel lächelnd nach oben strahlen und du eine tiefe Geborgenheit und Zuversicht in dir spüren und ein heilsames Kribbeln durch deinen Körper strömen kann, das heilendes Licht durch alle Lichtmeridiane und Zellen in dir fließt und alles schön befreit und dass du tief in dir weißt, mit jedem Herzenslächeln, immer und überall, aktivierst du deine Selbstheilungskräfte, ganz gleich, wo du bist und was ist. Denn die Liebe ist deine Weisheit und Kraftquelle, sowie dein Heilsein. Und so gönne dir noch einige Atemzüge Zeit, diesem heilsamen Zustand zu folgen, diesen heilsamen Zustand zu genießen, bis du intuitiv spüren wirst, wann du in das Tagesbewusstsein zurückkommen möchtest und stark für dein Leben bist. Und die Liebe wird dich stets begleiten, denn da, wo du bist, ist die Liebe schon da. Ich wünsche allen viel Heilung, Freude und Segen auf all euren Wegen.